Heute teste ich Even Roll Putter. Genauer gesagt, es geht heute um das Modell 1.2, ER 1.2 und noch dazu in Schwarz. Ein Putter, den ich mir von Even Roll in einem meiner älteren Videos schon gewünscht habe. Und das einzige Manko vielleicht, Manko unter Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, was ich noch gerne hätte von diesem Putter und liebe Firma Even Roll, sollte einmal ein Putter rauskommen, der dann so ist, wie ich es jetzt gleich sagen werde, dann lasst es mich bitte wissen. Ich hätte den irrsinnig gern genauso, weil, und jetzt kommt's, ich ein riesen Fan davon bin, wenn der Putter komplett schwarz ist. Was meine ich damit? Ein schwarzer Kopf, schwarzer Schaft, das würde ich persönlich ja rein optisch den Putter noch einmal so dermaßen aufwerten, so dermaßen aufpimpen, um es zu, in einer anderen Sprache zu sagen, dann wäre er wirklich perfekt. Und es geht weiter noch um den ER10, ein brandneues Modell der Firma Even Roll. Bevor ich mich nun auf die Socken mache und die Putter testen gehe, möchte ich eine der meistgestellten Fragen über die Even Roll Putter noch beantworten. Denn viele meiner Schüler fragen mich, was nun Even Roll Putter so besonders macht. Und das Geheimnis sind die sogenannten Grooves. Garen Rife, der Erfinder von Even Roll, hat nämlich Puttern Rillen verliehen. Und die Rillen sind so angeordnet, dass die Bälle nicht nur gleich weit rollen, sondern eben auch noch Seitwärtsstrahl bekommen und dadurch der Ball regelmäßig zum Loch hinrollt. Okay, this is a heel hit. Center hit. Toe hit. Ich fange nun an mit der Übung kurze Putts. Station 1, wie performen diese Putter bei kurzen Putts? Beim ER 1.2 in Schwarz habe ich ein irrsinnig gutes Gefühl bei kurzen Putts. Denn die weiße Linie hier im Kontrast mit dem schwarzen Schlägerkopf verleiht ein irrsinnig gutes Gefühl und man bekommt ein super Selbstvertrauen, was Zielen betrifft. Bei kurzen Putts performt dieser Putter einfach wahnsinnig gut. Schauen wir uns nun an, wie der ER 10 performt. Thank you.
seines extrem großen Schlägerkopfes, der extrem gut ausbalanciert ist, selbst unmittig getroffene Putts irrsinnig einfach aussehen. Das einzige Manko, das mir aufgefallen ist eines, nämlich mir fehlt eine kleine Linie oder generell eine Linie in der Mitte des Putterkopfes, um ein wenig besser zielen zu können. Die beiden Linien außen helfen mir da nicht besonders gut weiter, habe ich das Gefühl. Bei der nächsten Übung geht es nun darum, wie diese Putter bei langen Putts performen. Wie man gesehen hat, bei langen Putts performen beide Modelle wirklich extrem gut. Durch die Rillen, die eben so angeordnet sind, dass die Bälle immer gleich weit rollen sollen, funktioniert die Längenkontrolle einfach wesentlich einfacher als bei anderen Puttern. Das einzige Manko, meiner Meinung nach, wiederum beim ER10 ist das, dass das Geräusch ein wenig unter Anführungszeichen blechern klingt. Aber hör dir das am besten selbst an. Bei der nächsten Station, bei der nächsten Übung geht es nun darum, wie performen die Putter unter Druck. Ich nenne diese Übung immer eine Scoring-Station. Da habe ich Putts von 1 bis 5 Meter und ich schaue, wie viel von den Putts kann ich wirklich lochen.
bei dieser Station haben wieder beide Putter extrem gut performt. Der ER10 würde für mich vielleicht noch ein wenig besser gehen, wenn er eben, wie bei der ersten Station, eine Linie in der Mitte des Putterkopfes hätte. Bei der nächsten Übung, bei der nächsten Station, geht es nun darum, wie unmittig getroffene Putts performen. Denn Even Roll macht ja Werbung damit, dass eben alle Bälle, ganz egal wo sie getroffen sind, gleich weit rollen sollen. Und genau das schaue ich mir nun an. Denn ich bin ein großer Fan, das kann ich vorab schon sagen, dieser Technologie. Denn diese Technologie ist nicht nur einzigartig, sondern sie ist auch großartig. Erwarten, war das Ergebnis bei beiden Puttern bei unmittig getroffenen Bällen sehr, sehr gut. Das Einzige, was ich vielleicht als Trainer einbringen möchte, ist das, dass ich immer noch daran glaube, dass eher der Indianer und nicht der Pfeil und Bogen schuld daran ist, unter Anführungszeichen, wie gut ein Putter performt. Kommen wir nun zum Resümee der beiden Putter. Der ER10 hat für mich ein paar kleine Mankos, wie eben die Linie am Putterkopf, die mir ein wenig fehlt, denn die beiden äußeren Linien helfen mir nicht wirklich gut weiter, genau zu zielen. Außerdem ist mir der Kopf vielleicht ein wenig zu klobig und der Klang bei mittig getroffenen Bällen ist für mich persönlich ein wenig gewöhnungsbedürftig. Die Performance natürlich steht völlig und komplett außer Frage. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass der ER10 durchaus das Potenzial hat, den TaylorMade Spider Putter in dieser Kategorie den Rang abzulaufen. Das heißt, solltest du auf der Suche sein nach einem Mallet Putter, dann bitte test auch den ER10 unbedingt aus und versuch herauszufinden, wie seine Performance für dich persönlich ist. Der ER1.2 in Schwarz ist, wie sage ich es am besten, perfekt. Und sollte meine Evenroll-Kontaktperson auf mich vergessen und den Demo-Butter hier nicht zurückhaben wollen, dann wird dieser Butter ganz bestimmt in mein Bag wandern. Abschließend möchte ich mich herzlich bei dir fürs Zuschauen bedanken, wünsche noch einen ganz schönen Tag und möchte dich daran erinnern, solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann bitte eben unten den Kanal abonnieren und auf die Glocke klicken, um in Zukunft kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich wünsche noch einen ganz schönen Tag, ein schönes Spiel. Ciao.